Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Matthijssen. Und das ist Rojinal. David Jarolin. Tuchowski. Am Ball Kevin Kurani. Fanfan. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Tja, und wir haben noch gesagt, die stellen sich bestimmt erstmal hinten rein und warten ab. Nix da. Die Gäste gehen hier in Führung. Dennis Aogo. Matthijssen. Den Ball hat Rojinal. Boateng. Jarolin. Tuchowski. Guerrero. Westermann. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Guerrero. Und was entscheidet jetzt der Schiedsrichter? Freistoß. Und er verfehlt das Ziel. Rafinha. Jones. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ja, das gibt Einwurf. Tja, und die Gefahr hat sich erstmal erledigt. Rafinha. Ja, Ball war im Tor aus. Schiedsrichter sagt sofort Eckball. Pinero. Westermann. Kurani. Ja, das sieht gut aus. Ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Guerrero. Ja, Partie läuft weiter, Sebastian. Ja, finde ich richtig. Man muss nicht immer unterbrechen. Hier gilt dann die Vorteilsregel. Jetzt gehen sie zunehmend Risiken ein hinten. Aber hier nochmal im Glück abseits. Matthijssen. Sehr Roberto. Petric. Guerrero. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Ja, ich glaube, da wusste der Torhüter, was auf ihn zukommen würde, oder? Ja, das denke ich auch. Der hat den Heber vorausgesehen und hält diesen Ball. Ball im Seitenaus, damit Einwurf für die Schalker. Ivan Rakitic. Farfan. Am Ball Kevin Kurani. Und damit ist die erste Hälfte absolviert. Da können wir ja eigentlich, was die Halbzeitanalyse angeht, sich relativ kurz halten, oder? Ja, stimmt. Wenig Tore, wenig los auf dem Platz. Dann hoffen wir mal, dass es besser wird. So, alle Spieler auf dem Platz. Dann kann es losgehen, auf in die zweite Halbzeit. Warum schießt er aus so großer Entfernung? Zu sicher, die Situation war vielleicht zu eindeutig und dann verpasst er das Tor. David Jarolin. Piotr Tuchowski jetzt. Guerrero. Mladen Petric. Möglichkeit jetzt. Oh, das war aber wirklich eng. Es gibt die gelbe Karte. Petric. Oh. Ja, Mensch, warum nimmt er denn nicht Vollspann? Ja, hat sich gedacht, ich versuch's mal mit dem Außenspann, aber in der Situation war das leider die falsche Entscheidung. Schön gemacht, Jarolin. Piotr Tuchowski. Das sieht. So, was sagt der Unparteiische? Ja, ich glaube, jetzt kann man sagen, der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Ja, rote Karte, keine zwei Meinungen. Also das sehen wir genauso bei dieser Attacke von ihm. Jarolin. Dennis Aogo. Und Schuss. Jones. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Pinero. Farfan.
Ivan Rakitic. Das ist Kevin Kurani. Kein Problem für den Keeper. Mladen Petric. Petric. So, die Abwehr ist ausgespielt. Was jetzt? Und die Situation ist noch nicht bereinigt. So, der Ausgleich gefallen und damit sind sie wieder voll im Spiel. Und guck mal, der Kapitän geht mit gutem Beispiel voran. Ja, er zielt den Treffer hier und seine Mannschaftskameraden feiern ihn natürlich. Schalke ohne Freistoß raus. Blitzschneller Freistoß. Und der Schiedsrichter sagt, das war ein klarer Freistoß. Ja, so kommt er gerade noch mit einer Ermahnung davon. Ja, jetzt weiß er aber auch, das nächste Mal wird es nicht bei einer Ermahnung bleiben. Mladen Petric. Und jetzt, es gibt Ecke für den HSV. Kurani. Ja, und der Stürmer kann sich da gegen den Abwehrspieler nicht durchsetzen. Dennis Aogo. Petric. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ivan Rakitic. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Guerrero. Und jetzt hat er nur... Oh, der hatte schon gelb gesehen und geht dann so in diesen Zweikampf. Dieses Spiel ist noch lange nicht entschieden. Und für beide Teams ist der Ausgang nach wie vor völlig offen. Über manches muss man diskutieren im Fußball, über diese Szene eher nicht, oder? Nee, über diese Attacke überhaupt nicht, Tom. Rote Karte bekommt er in dieser Situation, das völlig zu Recht. Ui, klasse Parade. Ja, schön. Müsste jetzt über links gehen. Oh, das war eine klasse Chance. Und er hätte hier zum Matchwinner werden können. Kurz vor Spielende nochmal die Freistoßmöglichkeit. Und der Schiedsrichter verwarnt ihn. Ja, verwarnt ihn nur mit Gelb, kann man schon fast sagen. Das war schon eine harte Attacke. Und genau richtig getimt. Die Abwehr steht gut. Und kurz vor dem Schlusspfiff gibt es nochmal Freistoß. Ja, gelbe Karte und Sebastian, dabei bleibt es nicht. Nee, es gibt natürlich automatisch auch diese Freistoßsituation und das ist eine richtig gute Möglichkeit jetzt. Schiedsrichter zögert überhaupt nicht, gelbe Karte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Schiedsrichter entscheidet. Denn der war schon verwarnt. Ja, Sebastian, Konsequenz ist klar, denn einmal hat er schon gelb gesehen. Ja, völlig richtig. Das ist jetzt die zweite. Also muss er vom Platz gut erkannt vom Schiedsrichter, muss man sagen. Und natürlich eine blöde Aktion des Spielers. Und so macht man sowas. Und der Schiedsrichter pfeift 90 Minuten ab. Und es steht unentschieden.